So, was hatten wir denn noch offen? Nicht mehr so viel. Der verlorene Schatz. Das können wir eigentlich mal machen. Haben wir Munition und sowas? Haben wir alles verkauft? Haben wir. Oh, sieht eigentlich ganz gut aus bei mir. Gut. Ja. Was sagt sie? Was? Nein, ich Ach sagte so, ja, ich war du wieder bist es. schuld. Habe ich schon wieder gar nicht mitbekommen. Hätte ich ihr aber nicht sagen brauchen, wa? Denkt da immer nicht dran, dass er dann abbricht, wenn ich noch im Menü bin. Oh, ja, wir müssen natürlich ins nächste Gebiet. Hohe Qualität, niedrige Jetzt gucke ich Preise doch und nochmal ich schnell nach stelle Munition. keine Fragen. Denk daran, Dann holen gerade wir uns mal ein Auto. Sitzt doch schon drin. Ich doch trotzdem mal hupen. Wenn du immer hupst, dann denke ich mal, es geht ja nicht schnell genug. Ja, auch, aber lass mich doch mal hupen. Hey, ist das nicht Sanctuary hier? Ja. Also das alte. Alte. Hätten die uns mal in Ruhe gelassen, ne? Der Menü? Nee. Nein. Jetzt schon mal!
Wir können noch mal kurz da oben gucken, ob da noch irgendwas ist. Scheint nicht zu sein. Ach doch, aber... Da müssen wir mit dem Fahrstuhl runter, da. Man hätte auch so schnell runterkommen können. Man könnte, hätte auch so sehr schnell runterkommen können, ja. Achso, erstmal rufen offensichtlich. Schneller runterkommen, aber gut. Ich will noch einfach den Fahrstuhl nehmen. Langweilig. So. Springen ist nicht so langweilig, oder was? Ja. Aber dann ist es wenigstens gleich alles unten und... Obwohl. Hast du gemacht? Tür auf? Thank you.
Sonderscheck. Heute hat ein Bergarbeiter ein Kristallgebilde bei den Alien-Ruinen gefunden und auf einmal hat es sich bewegt. Die Kreatur scheint absolut friedlich zu sein. Ich glaube, sie hat noch nie zuvor einen Menschen gesehen. Blue, ich kenn's, Blue. Hier, spiel mit meinem Hut. Alien Blue. Ja, Blue. Wir nennen ihn Blue wegen der Farbe seines... ja, wir haben noch ein paar von diesen Kreaturen in der Nähe der Ruinen gesehen. Ich schlage vor, dass wir daher die Grabungsstelle verlegen. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, Ihre Sorge um diese Kreatur wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber die Grabungsstelle bleibt, wo sie ist. Die Dahl Corporation hat Sanctuary, ihr größtes Bergbauschiff, auf diesem gottverlassenen Planeten entsandt, um Kristalle abzubauen. Sie haben welche gefunden. Bitte treiben Sie die Kreaturen zusammen, damit mein Team ihre Mineralien extrahieren kann. Folge den Anhaltspunkt in der Soll getränkten Eisen. Unter der Soll getränkten Eisenbahn. Hier ist die Eisenbahn, ne? Weiß, ob wir in die Richtung müssen oder ob wir in die andere Richtung müssen. Ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Gott, was für ein riesiges Gebiet. Aber ich glaube, das ist hier nicht so ganz richtig. Aber das ist Eisenbahn, aber... Ja, Schaden gemacht? Nee, sah aber erst danach aus, als das... Thank you.
Naja, wir haben ja... Ja, jetzt weißt du auch, wofür wir dann brauchen. Ja. Da war nichts. Gar nichts? Da war gar nichts. Sonst hab ich jetzt nichts gefunden. Nö, war gar nichts. Gott. Reinkommen. Oder vielleicht wieder raus irgendwie, das war. Das kann auch sein. Mrs. Hatchick, ich glaube, Sie verstehen nicht. Diese Kreaturen kann man nicht abbauen. Das sind Lebewesen. Ohne Kristalle sterben sie. Sanctuary findet mit Leichtigkeit eine andere Grabungsstelle. Mein Team und ich werden diese Kreaturen nicht für Sie jagen. Punkt. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, muss ich Sie wirklich an Ihren Vertrag erinnern? Ihr Sicherheitsteam soll meinen Grabungstrupp unterstützen. Ob Sie mit meinem Vorgehen nicht einverstanden sind, spielt keinerlei Rolle. Halten Sie die Klappe, schnappen Sie sich eine Waffe und bringen Sie mir Kristalle wie ein braves kleines Mädchen.
Irgendwas ist doch bestimmt hier rechts, oder? Oder können wir rum die anderen Quests nochmal gucken? Das ist. Ja. Ich sage das nur einmal. Ihr sollt die Gesteinsbrocken zu Mineralzertrümmerer bringen und euren Vorgesetzten das Iridium abliefern. Wenn ihr wertvolle Mineralien aus dem Sturm klaut, werdet ihr abgeknallt. Jetzt ist die andere Quest weg, oder was? Die habe ich angenommen. Ach so. Hier. Dann kam die Gegnerin an. Ich finde, die Lore war das jetzt. Jetzt will ich Kleinholz sehen! Oh, ich muss jetzt nachladen, bevor ich den Lippen lesen kann. Danke. Ich wollte gerade sagen, der große Bitte. Ja, der hat gewartet, dass er sich wieder da bin, weißt du?
Will ich auf den Sack gehen. Ja. Sehr. Viele können auch gar nicht hier unter der Erde leben. Jetzt wäre gar kein Platz mehr? Ja. Findest du nicht? Oder unten? Ja, ich fragen. Aber die Lore stellen scheint hier oben zu stehen, oder? Oh, warte kurz. Das ist eine alte Dahlmaschine. Wenn du gerade in der Nase gefunden und verpasst hast, wie sich Sanctuary in Luft erhob, weißt du vielleicht nicht, dass die Dahl Corporation früher mal reges Interesse an Pandoras Rohstoffen hatte? Ach so. Ja, man muss so tun, als ob man's. Als ob man's anschiebt. Lustige Lorenspiele. Na Mensch. Für niedere Tätigkeit immer noch neben einer Minenlore her. Spitze! Zurück zu unserer Geschichte. Es war schwierig für die Dahlbergarbeiter, das Iridium von diesem Planeten zu schaffen. Weil hier hatten wir die doch schon getötet. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Die Nachricht von der Existenz einer Kammer verbreitet sich über unzählige Galaxien. Okay. Man braucht wirklich beide jetzt, oder was? Nö, jetzt können wir einen. Hier war erstmal so hin, ne? Das Dahl viele Arbeiter hierher verfrachtet hat, einschließlich mir.
Dann haben sie uns hier einfach zurückgelassen. Die Banditen, gegen die du da draußen kämpfst, waren mal Familienväter, Arbeiter, Wissenschaftler. Muss ich jetzt fertig quatschen? Dahl hat unser Leben ruiniert. Irgendwie verstehe ich das nicht so. Da müssen wir vielleicht auch nicht verstehen. Wir oh, da vorne ist wieder ein Ding. Ach nee, das ist auf der anderen Seite, ne? Das ist vom Start. Ach, Scheiße. Ach so, oh, schade. Ich hätte. Ja, hätte ich auch. Könnt ihr ein bisschen. Obwohl, nein! Vielleicht doch nicht. Vielleicht können wir da durchkacken. Vielleicht haben wir aber Glück. Ja. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Das ist nicht Munition, ne? Oh Gott, bin ich bescheuert. Ja, jetzt habe ich gerade aus Versehen einen vollen Hafen gekauft. Ich dachte, ja, kriegst du einfach alles so an wie immer. Ja. Okay. Ja, aber hier ist ein, dann ein Durchgang, zumindest theoretisch. Luftschleuse 3 erreicht. Bitte Luftschleuse öffnen. Oh, hier passiert irgendwas Größeres jetzt. Glaube auch. Vorne ist ein Hebel. Natürlich ist vorne ein Hebel. Na guck, dann darf ich sogar ziehen. Ich hätte da mal was in Gang gesetzt. Triumphe ja nicht mit tiefschürfenden Gedanken versauen, aber es besteht bestimmt ein Zusammenhang zwischen der Kammer als Brutstätte von Dämonen und den unbegrenzten Iridiumvorräten auf diesem Planeten. Eines Tages werde ich diesen Zusammenhang aufdecken und erfinde vielleicht sogar einen Schnupfentanz.
Und unser Dings ist ja nicht schon längst fertig. Die Quest hat sich doch eben schon abgeschlossen, als wir hier die Gegner hatten. Echt? Okay. Die irgendeine Quest aktualisiert auf jeden Fall bei mir. Stimmt. Bitte was Gutes, bitte was Gutes! So, was haben wir denn jetzt? Ach, der verlorene Schatz immer noch. Ja, keine Ahnung. Ah. Folge den Anhaltspunkten. Alter. Im Lagerhaus am Ufer, im Schatten des Baggers, innerhalb Dahls blutigen Sechsten. So einen Bagger haben wir aber schon gesehen, ne? Ist ja kein Bagger. Komm, wir gehen mal zurück und verkaufen gleich noch. Können dann auf der anderen Seite mal durch und laufen dann nochmal von der Seite. Ich hoffe, dass die Gegner werfen! Ich hab sie! Du brauchst sie! Ich habe immer Fallware! Der Bagger stand doch da vorne. Stand doch. Da ist nur wie ein LKW. Ist okay, wenn ich kurz gucken gehe? Ja, ja. Lagerhalle am Ufer. Noch eine Lagerhalle am Ufer hier. Eine Lagerhalle? Aber was sollen wir denn da... Sollen wir da auch so... Irgendwelche Schätze finden wahrscheinlich, aber... Oder weitere Echos. Ich geh gleich mal mein Handy holen und dann schau ich mal. Oder was? Der verlorene Schatz. Bin mal kurz auf, Kar. Jo.
BB. Du kämpfst schon wieder fleißig? Ja, du bist jetzt einmal tot gewesen. Ach so, jo, passt. War gerade hier nochmal gegengucken, aber da kam nochmal diese blöden Würmer hier hochgepuppt. Also, pass auf. Den ersten finden wir am Lagerhaus am Ufer. Das ist... nicht da, wo wir sind. Oder? Nee. Das ist, wir müssen wieder zurück. Komm mal mit. Wir müssen hier rüber. Ja, da wollte ich gerade nochmal gucken gehen und dann kam bei dir eben Thomas. Wir kamen dann nochmal zurück. Ja, ist er. Waren wir nicht hier vorne vorhin schon mal? Ja. Wir haben uns aber gedacht, wir sind hier nicht richtig. Sind wieder zurückgegangen. Doch, irgendwo am Brückenpfeiler. Da muss was sein, oder? Ja, irgendwo Schalter. Also wir müssen vier Schalter machen. Doch, wir sind richtig. Wo ist denn hier so ein verfickter Schalter? Hier, auf der Gegenseite. So, Nummer 1 haben wir. Ja. Hast du hier hinten mal geguckt bei dir? Ich hab schon. Ach so. Wir haben ja jetzt auch einen... Ah, okay. Auch einen Pfeil. Auch ein Dings. So, der nächste ist dann... Ach, Gottes Willen. Kann ich eigentlich eigene Markierung? Ja, eigene Markierung kann ich setzen. Und zwar. Hier. Komm, da laufen wir jetzt durch. Ich sehe deine Markierung ja nicht. Das ist ja immer. Ich laufe die einfach hinterher. Genau, einfach. Wir ignorieren die auch alle. Wir ignorieren alles, was kommt. Hoffnung, dass wir schneller sind. Okay. Ja. Oh. Alter. Komm einfach. Außerhalb der nördlichen Wand. Ich geh mal kurz schnell rumgucken, weil wir dann weiterlaufen können. Ja, hab ihn. Und wieder weg. Einfach nach rechts weg dann. Geh durch, ne? Ja. Alles gut bei dir? Und laufen. Ja, den müssen wir jetzt, glaube ich, mal machen. Gut. So, dritte am Bagger. Der muss
irgendwo. Warte mal. Da ist. Ach nee, da links muss der sein. Hier irgendwo. Komm! Achso, nee, hier geht's gar nicht durch. Ja, du bist richtig gelaufen. Bitte. Letzte ist dann innerhalb des Dahls blutigen Sechsten. Den letzten Schalter vom Standort aus leicht zu erreichen. Ihr müsst laufen wieder zum Start des Gebietes. Lauft an den Kipplastern, der inmitten des Gebietes steht, links vorbei. Lauft durch die Nester und haltet euch links. Aber er muss irgendwo. Gott, schwierig zu sagen. Der ist in der Halle drin, wo wir waren. Ja. Ich glaube aber, dann müssen wir hier wieder lang. Da wieder rein, ne? Ja, nee. Kommen wir da rein? Nee, sieht nicht so aus. Scheiße. Kommen wir hier rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Geht jetzt hier irgendwas? Ja. Ja, dann müssen wir hier, genau hier, da wo der. Ja, komm, lauf mal. Achso, du bist da rüber gesprungen? Ja. Ja. Hat geklappt. Bin ich hängen geblieben. War stolz auf mich. Hier irgendwo einer sein oder was? An den blutverschmierten Wänden. Vielleicht auch unten. Weiß man ja nicht. Frage, kommt man dann wieder hoch? Ich komme jetzt, glaube ich, schon nicht mehr mal hoch. Aber sieht ja noch hier unten. Oh, wow. Jetzt bin ich mal unten. Ja. Oh. Aber hier ist eine Leiter auf dem Baum. Doch, aber wir sind hier, glaube ich, gar nicht so. Also, rein von der Position her sind wir hier gar nicht so verkehrt. Aber hier drin weiter kann es nicht sein, ne? Doch, ne, schwierig zu sagen. Kann mal hier gucken. Ah. Gesundheit. Ich habe hier so ein bisschen Angst.
Oh, ist das hier. Irgendwie was anderes. Ach, das ist noch eine andere Quest. Okay. Mein Team hat Schusswaffen. Dein Team hat hier ist auch was. Weg mit dem Schiff, ich glaube, wir machen es jetzt, ja. Sicherheitsoffizier Boos, Ende. Andere haben auch Schusswaffen, Herzchen. Und jetzt, sofern niemand aus dem Team der verstorbenen Miss Boos Einwände hat, bringt mir die gottverdammten Kristalle! Müssen wir wieder zurück, weil wir in den Eingang oder kommen wir da. Was ist denn das hier für eine Leiter hoch? Die verlorenen Schatz aktiviert, erhaltet endlich Zugang zum großen Lift im Zentrum. Ach, das ist der wahrscheinlich, wo wir gerade davor standen. Wo ich denn hier oben hin? Bin mal unterwegs. Wo hast du denn eine Leiter? Ach, da. Aber auch nicht richtig, ne? Okay. Hier. Aber hier kommt man. Ach, jetzt sind wir wieder. Ja, wir können jetzt auch so, hier lang und einmal rum. Über den Durchgang. Komm, wir laufen wieder. Okay. Wahrscheinlich wäre es innen drin schneller gewesen. Egal. Ja. Na gut. Die Tür hätte ja auch noch woanders hinführen können. Nee, oder doch? Doch. Dann hier draußen nach links. Ja. Ja, war klar. Du bist da, ne? Ja.
Boah, Trottel. Ich glaube, der erwartet uns noch ein größerer Kampf. Ich habe auch die Befürchtung. Komme ich gar nicht. So. Wie, das soll alles gewesen sein? Ohne Gegner, ohne was? Zwei Scharfschützengewehre. Ja, ist nichts für mich. Ja. Ja, dann nimm trotzdem das Blaue zum Ver. Ich bin eh voll. Nimm alles. Ja, dann sind wir fertig. Haben wir hier nicht noch eine andere Quest? Nee, die haben wir abgegeben. Du hast auch eine neue Pistole gekriegt. Mal dem hier auszuweichen. Oh Gott! Nein, ich lasse das lieber. Ist effektiv gegen Panzerung. Gut zu wissen. Ja. Kommen wir jetzt hier wieder irgendwie zurück. Hier wahrscheinlich. Wenn wir hier runterspringen. Wir eigentlich bald, also dann sind wir ja fast wieder am Ausgang. Und laufen. Laufen, laufen, laufen. Nicht schwimmen, sondern laufen, laufen, laufen. Warum nicht schwimmen? Schwimmen. Weil wir nicht in Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit sind. Schade, schade. Laufen, laufen, laufen. Ich geh mal direkt nach Sanctuary wieder, ne? Ja.
Und kommen Sie bitte aus dem Menü raus. War gar nicht im Menü. Ich weiß. Ich würde sagen, wir öffnen gleich nochmal ein bisschen Truhe, wa? Lohnt sich ja jetzt wahrscheinlich wieder. Jetzt haben wir doch wieder ein paar Level seit dem letzten Mal gemacht, ne? Ja, ich glaube, das letzte Mal mit 27 oder so, kann das sein? Beide gar nicht so schlecht. Also die eine, die reicht, da hält es halt einfach ein bisschen mehr Schaden. Ja, aber ich habe ja jetzt die 563 mal 2, also für mich, glaube ich, würde... Aber ich habe... Schaden interessiert ja gar keinen. Also beide Scheiß. Also zumindest glaube ich für unsere Spielweise. Ja. Links ist bestimmt ist so ein halber Einzelschuss, würde ich jetzt fast mal vermuten. Weil die das ist doch ganz schön viel Schaden für. Obwohl mit dem Explosionsschaden. Ja, nimm. Beide gar nicht so schlecht. Ja. Entscheide. Nehmen wir es einfach. Ja, endlich. Random. Ich habe, wenn eine mit 4.284
Granatenschaden schon. Ja, wobei die Links auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ist, weil 9000 Brandschaden pro Sekunde. Ach. Zwar, wenn man, also man muss im Wirkungsbereich bleiben. Ja. Ja, gut. Was habe ich noch nicht getauscht? So. Ist halt das. Ja gut, das ist jetzt einfach, ne? Wer was nicht, ja. Ist das gut? Das sieht ziemlich gut aus. Beide scheiße, glaube ich. Mal wieder zwei Schuss pro Munition, da bist du ratzfatz. Ja, siehst du aber auch nicht gleich beim ersten Mal. Ratzfatzi? Ja. Ich glaube, die wollen wir beide nicht. So. Verkaufen machen wir. So, letzte. Ja, der Weg ist scheiße. Schau dir meine neue Waffe des Tages an. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Feierabend, würde ich sagen, oder? Ja. Oh. Klingt gut. Okay. Nein, ich möchte gerne noch eine halbe Stunde spielen. Ja, das kannst du gerne tun. Ich. Ah ja. Ich dann nicht. Ich verstehe. Okay. Oh. Muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Hab ich auch nicht. Hattest du gestern bestimmt auch nicht. Ja. Siehst du?